Erinnern Sie sich an die 4 Lernstufen aus dem letzten Video und an unsere kulturelle Hypnose? Ich glaube, das ist eine der Ursachen für viele, viele Probleme, die viele von uns im Leben erleben. Wir müssen diese Stufe durchlaufen, um überhaupt im Lernprozess voranzukommen. Wir können uns selbstverständlich entscheiden, wollen wir was lernen oder wollen wir es nicht lernen. Es zwingt uns ja keiner dazu. Aber uns vor dieser Stufe zu drücken und uns dabei ängstlich zu fühlen, das hilft uns nicht weiter. Es ist auf jeden Fall unsere freie Entscheidung. Und es ist fatal, wenn wir mit der Erkenntnis des Nichtwissens noch negative Gefühle verbinden. Wenn wir das tun, entwickeln wir auf die Dauer eine unbewusste Anti-Haltung gegen das Lernen und gegen Fehler überhaupt. Und das trifft auf viele, viele Konzerne zu. Ich habe mich in der Recherche zu diesem Buch mit vielen Unternehmen beschäftigt. Ich habe viele Umfragen gemacht. Ich habe zum Beispiel gefragt, wie gehen Sie mit Fehlern um? Was meinen Sie, was Sie gehört haben? Fehler? Nein, 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 was bei uns werden keine Fehler gemacht. Ja klar. Träumen weiter. Also, wie gehen Sie mit Fehlern um? Ja, okay. Hier werden schon mal Fehler gemacht. Aber am besten lässt man sich dabei nicht erwischen. Denn wir haben hier eine sogenannte Blame Culture. Hier wird der, der was falsch macht, sofort an den Pranger gestellt. Und das mag natürlich keiner gerne. Also im Zweifelsfall lieber nichts tun, als was Verkehrtes zu tun. Und wenn man was tut und das auch noch schief geht, am besten nicht darüber reden. Wohin das führt, ist wohl jedem klar. Das Gegenteil dazu empfiehlt zum Beispiel Professor Frei aus München. Der sagt, prämiert doch den Fehler des Monats. Nutzt wirklich die Chance, aus Fehlern gemeinsam zu lernen. Und wenn wir das etablieren und mutig sind und über Fehler reden mögen, haben wir die Chance, gemeinsam daraus zu lernen. Und wenn wir das zur Gewohnheit machen, kann es eine weitere erfolgreiche Gewohnheit sein in unserem Repertoire unserer eigenen erfolgreichen Gewohnheiten. Wie Sie die weiter aufbauen können, dabei helfe ich Ihnen gerne. Mein Name ist Jörg Weißner und ich bin der Experte für erfolgreiche Gewohnheiten.